Frau Kopchai noch. Es war ein Unterstützungsbrief oder Protestbrief aus Australien, die Menschenrechtsorganisation, Frauenmenschenrechtsorganisation in Australien hat dann diesen Brief zu uns geschickt. Und das zweite war das der Lao National Network Organisation Protestbrief. Zusammenfassend, dieser Brief hat eine Inhalt, die sehr wichtig ist. Wir müssen kämpfen, damit Lao-Urten selber nicht als zweite Klasse Menschen im eigenen Land leben müssen. Das war ein sehr wichtiges Wort für diesen Protestbrief. Wird Herr Markus Wiese die Protestbrief aus der zwei Organisationen aus Amerika. Eine ist von der Neue Generation Organisation, Menschenorganisation aus Amerika, also Lao, Neue Generation Organisation für Demokratie und Menschenrecht. Zweite ist Protestbrief oder Briefunterstützung für diese Veranstaltung aus der Lao-Studentenbewegung, also die Kollegen von Studenten Oktober 1999, die nach Amerika geflogen damals 1999 und haben sie diesen Protestbrief an uns geschickt und diesen Unterstützungsbrief in Englisch, wer nachher Markus Wiese lesen. Herr Markus Wiese, Jamaan, San, Sanab Sanun, Gan, Patuang Mani, Kong, Gan, Kun Lao Yung Mai, Jupatet Amerika, Pür, Siti Manut, Kong, Tan, Dr. Richard, Laka Sabapiso, Mensan, Kong, Kabun Naksusa, Sahok Tula, Tivaka Jau, Ditun, Payu Amerika, Samai, Tivaka Natan, Tong Sir, Jap, Nika Jau, Gadei Sung San, Masanab Sanun, Gan, Patuang, Pin Basa, Ankit, Suva, Tan, Markus Wiese, Sipin, Puan, Pin Basa, Ankit, No, Wasen. I hope you can understand these letters are in English. It's American, yeah. The first letter is from the Laotian New Generation Democracy Movement, LGDM, Lao Human Rights. Ladies and gentlemen, recently the communist faction, known as the Laos People's Democratic Republic, took power in December 2nd, 1975. Their agenda was to free Laos for all foreign controls and be a sovereign country. Still worse, the strong grip of power led to a deeper separation of the people and more destruction of the country. A great number of Laos citizens, educators, intellectuals, the king and the queen were eliminated, and those who escaped from the hands of the Lao communists had to fly to their lives and are scattered at every corner of the world. Soll ich das jetzt auf Deutsch machen? Okay. Die aktuelle kommunistische Splittergruppe, die bekannt ist als die Laotische Volksrepublik, hat die Macht übernommen am 2. Dezember 1975. Ihr Plan war es eigentlich, Laos zu befreien von allen fremden Kontrollen und ein souveränes Laos zu bilden. Aber es wurde schlimmer. Die rücksichtslose Machtausübung hat dazu geführt, dass die Bevölkerung tiefer gespalten ist als jemals zuvor und die Zerstörung des Landes fortgeschritten ist. Eine große Anzahl von Laoten, darunter Ausbilder, Intellektuelle, der König und die Königin, wurden eliminiert, wurden getötet und die, die fliehen konnten aus den Händen der laotischen Kommunisten, mussten um ihr Leben rennen und sind bis heute verfolgt in allen Teilen dieser Welt. Ist das auch laotisch? Looking back into the history of Laos and to make Laos become great again, we all can see what Laos needs to do. Um Laos wieder groß und stark zu machen, können wir Laoten alle selber sehen, was wir zu tun haben. ชาติลาวเฮานี้เข้มแข็งเป็นชาติที่มีความก้าวหน้าต่อไปนี้พวกเราจะต้องรู้ว่าเฮาควรเฮ็ดหยัง
We, the Lao people of all ethnics, need to reunite as the great King Phanom once did in the Lao history. Therefore, we must start afresh and stop all ideas and practices that have made us weaker, become smaller, lived in instability and left behind in all forms comparing to other nations in the world. Wir, die laotischen Menschen von allen ethnischen Gruppen, können uns zusammenschließen, so wie es einst König Phanom in der Geschichte getan hat. Wir müssen anfangen mit neuen Ideen und müssen praktizieren, das, was uns wacher macht. Wir müssen aufhören, uns kleiner zu machen, instabiler und hinterher zu hinken hinter allen Nationen auf dieser Welt. We also need to stop all communist ideology and practice to lead the nation breakdown and resulting in absolutely control of power by one party. Was wir zu tun haben, ist aufzuhören mit der kommunistischen Ideologie und aufzuhören, dass nur eine Partei die absolute Macht hat. Stop all forms of dictatorship and warlord system. Stop alle Formen der Diktatur und der Kriegslord Systeme. Stop all forms of revenge and animosity from the past among the Lao people. Stoppt, hört auf damit, immer nach Revanche zu rufen und die Animositäten, die ihr gegenüber den laotischen Menschen habt. Bisschen schwierig, andere Worte. Okay. stoppt halt eben immer Rachegedanken zu haben und stoppt halt eben immer diese Konkurrenzgedanken zu haben gegen die anderen laotischen Menschen. Stop all forms of revenge and animosity. Stop all form of separatism, racism of all ethnics and become as one nation comprising of all ethnic groups. Stoppt die Spaltung, den Rassismus gegenüber irgendwelchen ethnischen Gruppen, wie eine Nation sie ausspielt gegen die anderen ethnischen Gruppen. Unite all the Lao people of all ethnics from every corner of the world and rewrite the new constitution that is best and suitable for all Lao citizens. Vereinigt die laotischen ethnischen Gruppen aus allen Teilen der Welt und macht eine neue Verfassung, was allen Laoten wieder zusammenführt. The basic rights for the Lao people must include freedom of speech, freedom of the press, freedom of religion, to travel, to assemble, to conduct business, freedom to create, invent and express all forms of ideology for the interest and the development of Laos and the Lao people. Die Grundrechte der laotischen Menschen müssen beinhalten. Doppelpunkt. Redefreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, Freiheit der Geschäfte, Geschäfte abzuschließen und die Freiheit, Ideologien und Parteien damit natürlich auch und Interessengruppen zu gründen, zu bilden, die Laos auch entwickeln können.
Laos is to govern under the democratic rules of law. The democratic power is absolute for the Lao people, created by the Lao people and for the Lao people. The president is elected by the people. Main policy is to adapt, encourage and accept new ideas for the good of national interests and to complete with an ever-changing world. The Lao government is to serve and protect national interests and the Lao people of all ethnic equality. Das bin ich nicht. Laos muss regiert werden nach den demokratischen Regeln der Gesetze. Die demokratische Gewalt muss von den laotischen Menschen ausgehen. Von den laotischen Menschen für die laotischen Menschen. Der Präsident muss vom Volk gewählt sein. Die Hauptpolitik muss sich danach richten, den Menschen zu fördern, neue Ideen für die nationalen Interessen und für die ständig verändernde Welt zu schaffen. Und die Regierung ist dafür da, die Menschen zu schützen gegenüber anderen Interessen. Und gegen ethnische und für ethnische Gleichheit. So. What the communist system has done and still causes a breakdown and disunity of Laos and the Lao people. Für mehr als zwei Jahrhunderte haben jetzt die Laoten wirklich alle Tiefpunkte hinter sich, die man in der Geschichte hinter sich haben kann. Sie wurden versklavt, sie wurden abhängig und natürlich auch das, was die Kommunisten jetzt gemacht haben in Laos. 200 กว่าปีผ่านมาซาลาวได้ถูกคุกคามถูกเหยียบย่ำมาตลอดแล้วเท่าหอดเดียวนี้คอมมิวนิสต์ก็ยังมาเหยียบย่ำพวกเราอีกยังไงเองครับ We need a fresh start by forgiving and forgetting the animosity among the Lao people of all ethnics, age and gender who are living inside and outside of Laos. We must unite and live in a democratic system. We must open the door to all Lao people of all ethnics from every corner in the world to help build what is left of Laos to be the strongest and mightiest as it once was for the future generations to come. Wir brauchen einen Neuanfang. Wir müssen verzeihen. Wir müssen wieder zusammenkommen. Ich fasse das jetzt auch zusammen. Ja? Für alle laotischen Menschen innerhalb und außerhalb von Laos, damit wir gemeinsam ein neues Laos bauen. May peace, unity and freedom be with the Laos forever. Möge Frieden und Einheit mit den Laoten für immer zusammen. Okay. Soll ich mal versuchen, den anderen direkt Das war die New Generation, ne? Okay. Genau. Ja. Und jetzt haben wir die Laos Students Movement for Democracy. Jetzt mache ich mal direkt in Deutsch, dann haben wir es, kommen wir hier schneller durch. Ne? Liebe Frau Dr. Chantal Avon, die Studenten und ich... Erst Englisch, bitte. Soll ich doch auf Englisch? Natürlich. Okay. You want in English? Ja, Englisch. Weil you want me to do it? Yeah. Just to help? Oh, okay. And then you don't have to do one, two, three. Oh, okay, thank you. I'll try to help. Okay. All right. I was a student leader, so it sounds natural. The students and I regret to be unable to attend the conference and protest meeting in Berlin, coordinated by Alliance for Democracy this year, but we did participate last year in the city of Las Vegas, the state of Nevada. I strongly support and appreciate you being organized. It is very important for the country of Laos, however, I look forward to participating in the near future. Ja, die Studenten und ich sind leider nicht in der Lage, an diesem Protestmeeting hier teilzunehmen, aber was von der Allianz für Demokratie hinaus gemacht worden ist dieses Jahr. Aber wir haben ja teilgenommen an dem Meeting in Las Vegas, Nevada. Ich unterstütze diese und euch stärkstens.
und ich hoffe, dass ich demnächst auf einer Versammlung von euch teilnehmen kann. I always believe that all of us knew what the significant issue of loss was, so we don't need to bring it up again. But in fact, we would like the conference indeed studying the Lao-Viet Special Treaty. The Lao-Viet Special Treaty, 25 years, term is Treaty of Controlling Laos and Viet, Vietnamese Communist Treaty of Friendship and Cooperation. Ja, ich glaube, wir wissen alle, was das Hauptproblem in Laos ist. Es ist halt eben die Tatsache, dass es dieser Spezialvertrag zwischen Laos und Vietnam ist, der für 25 Jahre abgeschlossen ist und alle 10 Jahre dann wieder erneuert wird. Wir kennen das Problem. As you know, on October 26th, the Laos Student Movement for Democracy was planning to peacefully rally in Laos. The purpose of the rally was to call on the Lao government for democratic reforms. However, the student movement was crushed by Laos secret police and several of its leaders were arrested. The protest action is the first organized political challenge to the power of Lao communists by a Laotian student movement since the county fell under communist rule in 1975. And on November 2nd, 2009, Ms. Krinkyo was pulled from her taxi while traveling to Vientiane, Laos, near kilometer marker 55 to be part of the peaceful demonstration in support of human rights at a multi-party of the student movement of 26 October 1989. She's being held in Samki prison under conditions of forced labor. The Laotian authorities do not acknowledge her arrest or subsequent detention. Ihr wisst, am 26. Oktober hat die laotische Studentenbewegung für Demokratie eine friedliche Demonstration geplant. Das fasse ich jetzt aber auch ein bisschen zusammen. Wie auch immer, die Studentenbewegung wurde sofort von der laotischen Polizei festgenommen. Sie wurden zerstört und sitzen jetzt im Gefängnis. Die Protestaktion, die zuerst organisiert worden war, wurde halt eben von der laotischen kommunistischen Studentenbewegung. Ach so, und vor November, den 2. wurde auch die Frau King Keo aus ihrem Taxi herausgezerrt. Bei Kilometermarke 55. Sie war gerade auf dem Weg zu einer friedlichen Demonstration, um Menschenrechte und ein Mehrparteiensystem zu unterstützen. Die Studentenbewegung vom 26. Oktober 99 genauso. Ja, sie befindet sich jetzt im Samke-Gefängnis mit unbekannten Konditionen und die laotischen Behörden verweigern halt eben jede Art von Auskunft und Verbesserung von ihrem Arrest. I'd like to ask you for assistance in ascertaining the health and welfare of Mr. Phongkhazet Khoikhoon Sung Alun Beng Pan Kyo Che Bupan Chamni Vong Kim Kyo. Period. Kim Kyo was arrested along with 8 of her colleagues on November 2nd, 2009. Ja, ich schreibe euch, oh ja, jetzt wird schwierig für mich. Jetzt muss ich auch gucken. Ich schreibe euch das, um für die Unterstützung für die Gesundheit und für die Wohlfahrt von Herrn Thongpasert Khoikhoon, Seng Alun Peng Pan, Keo Chai und Buawan Chamalivong, King Keo. King Keo wurde gefangen genommen zusammen mit 8 ihrer Kollegen am 2. November 2009. I am very concerned for their health, welfare and safety. I deeply appreciate whatever Alliance for Democracy as well as other organizations can do to ascertain the health and welfare of these persons, whether and to what extent these leaders are being mistreated, and urge the Lao government to take immediate action to make sure they receive adequate food and medical treatment and access to their families and lawyers, if not released from detention outright. Thank you for your invitation, President of the Student Lao Student Movement for Democracy. Ja, wir machen uns wirklich große Sorgen um die Gesundheit dieser Leute und wir sind wirklich schwer daran interessiert, auch die Allianz für Demokratie in Laos zu unterstützen, was immer sie tun kann, um für die Gesundheit und für das Wohlbefinden für die inhaftierten Studenten zu tun können, um irgendwie Druck zu machen, medizinische Versorgung für die politischen Gefangenen, egal, wir unterstützen euch. ที่ผ่านนี่แม่นจดหมายของขบวนการนักศึกษาสหกตุลาที่ว่าได้โดนไปอยู่อเมริกา6ท่านเนาะที่ว่ารอดเหลือจากเขาบ่ถูกจับว่าสิจะรอดเหลือทันและเขาเจ้ายังสื่อโตเคลื่อนไหวอยู่ได้ส่งสารมาสนับสนุนการประท้วงนี้ในศาลเขาเจ้าได้ข้อควรสําคัญก็คือถึงว่าเขาเจ้าบ่ได้มาฮ่วมในนั้นมื้อนี้ตั้งใจอยากมาฮ่วมนําอยู่แต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องอันน่ะ
ที่ว่าราการเขาเจ้าเนาะแล้วเขาเจ้าฝากสารมานี่แม่นในอดีตเขาเจ้าก็ได้มาร่วมกับประชุมพวกเราอยู่ลาสเวกัสนําพันธมิตรพวกเราและสุดนี้เขาเจ้าได้ฝากเป็นเอกสารมาร่วมสําคัญที่สุดที่เขาเจ้ากล่าวถึงแม่นเขาเจ้าเป็นห่วงเป็นใหญ่ที่ว่าพวกขบวนนักศึกษาที่ถูกจับอยู่ในประเทศที่อ่านชื่อมาทั้งหมดชื่อพวกท่านก็ได้ยินเนาะขณะท่านเขาประเสริฐที่ว่าถูกจับมันถือคุ้มขังอยู่ในคุกสังเขปัจจุบันนี้ และยังบ่พอและนางกิ่งแก้วที่ว่าเรากําลังเดินทางสิไปจัดประท้วงปี2009นะลักษณะของเรา8คนถึกจับนั่นแหละและนางกิ่งแก้วก็ยังถือคุ้มขังอยู่คุกสังเขปัจจุบันนี้และขบวนนักศึกษานี่เป็นห่วงเป็นใยต่อสภาพสุขภาพของเจ้าต่อการถึงทรมานของเจ้าอยู่ในคุกนั้นเขาเจ้าอวยพรให้มิตรประท้วงพวกเราจะได้รับผลสําเร็จผู้ลงนามกันนางนมคํา ที่ว่าเป็นประธานอันของขบวนการนักศึกษาอยู่ในอเมริกาน้อมคำพิไลวันน้อมคำพิลาวงคำพิลาวงเป็นผู้ลงนามขอขอบใจ